schreiben und gestalten. Fächerübergreifend wird im Rahmen eines Projektes an der Teltower Ernst-von-Stubenrauch-Grundschule der Kunst- und Deutschunterricht verbunden. Alle Schüler der Klassen 5b nehmen daran teil, unabhängig persönlicher Fähigkeiten, ganz nach dem besonderen Ansatz der Schule. Denn seit 2012 nimmt sie am Brandenburger Pilotprojekt inklusive Grundschule teil. Jedes Kind wird individuell nach seinem Leistungsstand gefördert. Trotzdem lernen alle Schüler gemeinsam und niemand wird ausgeschlossen. Dadurch, dass wir solche Projekte ziemlich offen gestalten, kann jeder seinen Möglichkeiten entsprechend arbeiten. Und wir verwerfen nichts. Also Fehler werden dann genutzt und nicht als Fehler dargestellt, sondern als Ergebnisse, die man weiterverwenden kann. Und da haben alle Erfolgserlebnisse. Die Idee zum Projekt kam von der Künstlerin Helma Hörath. Sie ist für die Jugendkunstschule Teltow tätig und arbeitet mit mehreren Grundschulen in der Stadt zusammen. Mir persönlich kam es immer darauf an, dass nicht ausgewählte Schüler mit mir arbeiten, sondern immer die ganze Klasse. Dass ich also auch die Schüler erreiche, die Schwierigkeiten vielleicht im Deutschen haben, sowohl von der Sprache her als auch vom Schreiben. Da Frau Hipp, die nicht nur die Direktorin dieser Schule ist, sondern auch die Kunstlehrerin dieser Klasse, war es möglich, das Projekt über 2 Jahre laufen zu lassen und intensiv zu den einzelnen Etappen zu arbeiten. Etappen wie beispielsweise Gedichte zu schreiben, alte Schreibwerkzeuge auszuprobieren und sogar ein Theaterstück ist entstanden. Dafür bastelten die Schüler Requisiten und Puppen. Wir haben einen Luftballon aufgeblasen und haben ihn mit Pappmaché eingekleistert. Dann haben wir Gips rüber gemacht, ganz viele Schichten, bis der Korb fest war. Dann haben wir die Puppen angemalt und als erstes hatten wir Entwürfe für die Puppen hergestellt. Deswegen sind sehr, sehr viele Puppen entstanden und sie haben auch sehr schwere und unterschiedliche Namen. Und zu den Namen entsprechend haben wir uns dann ein Thema ausgesucht. Und da am Tag des Auftritts Nikolaus war, haben wir auch Nikolaus genommen. Kreativität war bei allen Etappen gefordert. So konnte jeder Schüler ein selbstgebundenes Buch gestalten. Wir haben mit der Feder gezeichnet. Da habe ich über mich erzählt, was ich im Urlaub gemacht habe. Und dann ist sowas entstanden. Dann haben wir Flexografie gemacht. Da haben wir in die Mitte reingekleckst und dann so aufeinander gelegt und dann ist sowas entstanden. Dann haben wir Farbe in Wasser gemacht und dann haben wir das Blatt da reingelegt und dann ist sowas entstanden. Hier ist nochmal das Gleiche. Und dann haben wir das Vorderbild gemalt. Also da durften wir uns was ausdenken. Und dann haben wir das alles übereinander gelegt und dann haben wir so eine Schleife von unten nach oben so reingemacht und dann wurde das ein Buch. In der letzten Etappe stellen die Schüler ein ABC-Buch mit eigenen Texten und Zeichnungen zusammen. Dieses wird dann im nächsten Schuljahr an die neuen Erstklässler übergeben. Wir hatten halt verschiedene Gruppen und ich war mit in der Gruppe mit Cindy und Ole. Und dann haben wir halt immer Sätze gemacht mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Jasmin, Jaguar, jagt jeden Jäger. Paula, Papagei, packt Päckchen. Theodor, Taube, trinkt Tee. Durch das Projekt Schreiben und Gestalten soll bei den Schülern das Interesse an der Sprache geweckt werden. Wissensvermittlung, die Spaß macht. Die Kinder waren begeistert. Also erstmal alles, was man macht, was nicht nur mit einem Blatt Papier zu tun hat im Kunstunterricht, bringt Erlebnisse, bringt Spaß und die konnten sich in dem Projekt ganz doll ausprobieren. Und Frau Hörath hat so als Künstlerin einen anderen Ansatz als wir als Lehrer. In dem Projekt konnten wir viel mehr die Kreativität fördern. Also die Kinder konnten sich viel mehr einbringen. Die ABC-Bücher werden in den kommenden Wochen fertiggestellt und gehen dann in Druck. Das Projekt Schreiben und Gestalten kam sowohl bei der Schule als auch bei den Schülern gut an und soll, wenn möglich, fortgeführt werden.